Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge von Nazareth darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sagten: Ist das nicht Josefs Sohn? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, was wir am vergangenen Sonntag und auch heute gehört haben, der Besuch Jesu in seiner Heimatstadt, in der Synagoge von Nazareth, das ist ja eine Szene, die in gewisser Weise die Passionsgeschichte vorwegnimmt. Jesus wird zunächst begeistert begrüßt, man freut sich, dass er da ist. Die Leute staunen darüber, wie begnadet er redet. Und dann schlägt die Stimmung um. Die Leute wollen ihn weghaben, ja, sie wollen ihn sogar töten. Und der Punkt, an dem die Stimmung umschlägt, ist genau der, wo Jesus verkündet, dass er eine Sendung hat, die weit hinausreicht über das, was seine Zuhörer gewohnt sind, die nicht nur das Volk Israel betrifft, sondern alle Menschen. Und dass er nicht nur gekommen ist, um ein paar schöne Worte zu machen, an denen man sich erfreuen kann, sondern dass er wahrhaft der Messias, der Sohn Gottes ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute Ihre Aufmerksamkeit dabei nur ganz kurz auf den letzten Satz dieses Evangelienabschnitts wenden. Dort heißt es, als Jesus beinahe getötet wird, als die Leute ihn hinabstürzen wollen vom Abhang, er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Das ist ein Satz, der die Christen immer wieder sehr beeindruckt hat. Man kann das daran erkennen, dass dieser Satz im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit ganz oft als so eine Art Wappenspruch oder Mottospruch verwendet worden ist. Wir finden ihn auf vielen Wappen, wir finden ihn auf Münzen und Medaillen, sogar Rüstungen und Schwerter finden wir, wo dieser Spruch eingraviert ist. Das sollte wohl bedeuten, dass der Träger dieser Rüstung oder dieses Schwertes genauso durch seine Feinde hindurchgehen soll und unverletzt aus dem Kampf hervorgehen soll, wie Jesus unverletzt durch die Menge hindurchging, die ihn töten wollte. Vor allem finden wir diesen Spruch als Glockeninschrift
Sie wissen ja, unsere Kirchenglocken, die haben in der Regel eine Inschrift, ein Motto eingeprägt, das deuten soll, was der Klang dieser Glocke eigentlich bedeutet. Und auf vielen Glocken finden wir eben die Inschrift Jesus autem transiens de medio illorum ibat. Jesus aber wandte sich um und ging durch ihre Mitte weg. Warum denn auf den Glocken gerade dieser Spruch? Man hat es wohl so verstanden, dass der Klang der Glocke, dieser starke Ton, hindurchdringen soll, durch all die vielen kleinen und großen Geräusche dieser Welt, durch all die vielen Gespräche und sonstigen Geräusche, die wir in unserem Leben machen, dass dieser Ton durchdringen soll, auch durch alle abträglichen und feindseligen Geräusche dieser Welt soll dieser Ton durchdringen, hindurchgehen, so wie Jesus unverletzt durch die Menge, die ihn töten wollte, hindurchgegangen ist. Dieser Ton der Kirchenglocke, der uns zur Umkehr, zum Gebet, zum Gottesdienst ruft, soll durch alle anderen Töne hindurchgehen und unser Ohr treffen. Damit ist natürlich auch ein Programm vorgegeben für unser christliches Leben. Wenn die Christen dieses Wort aus dem Neuen Testament so oft zu ihrem Motto, zu ihrem Wahlspruch gemacht haben. Denn das bedeutet, dass auch wir in unserem Leben davon etwas erfahren dürfen, dass wir wie Jesus aufgerufen sind, uns umzudrehen und hindurchzugehen durch alle feindseligen und abträglichen Mächte dieser Welt. Dazu gehören eben zwei Dinge, das sich umdrehen und das Weggehen. Ja, das gehört eben auch zu dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Er hat sich oft mit Menschen auseinandergesetzt. Er hat heftig gestritten mit den Pharisäern und Sadduzäern. Aber es gibt eben auch diese Augenblicke im Leben Jesu, wo er offensichtlich sagt, hier hat es keinen Wert, lange zu reden und zu streiten, hier kann man sich nur umdrehen und weggehen. Und das ist für uns auf der einen Seite eine ganz enorme Herausforderung, denn wir leben in einer Welt, in der wir zunächst einmal den Anspruch spüren, mitzumachen, dabei zu sein, dasselbe zu machen wie alle anderen, dasselbe zu reden und zu denken, was alle denken. Der Druck zur Anpassung und zum Mitmachen ist immer sehr groß. Von uns Christen wird aber verlangt, dass wir in vielen Augenblicken auch bereit sind, nicht mitzumachen, dass wir bereit sind, uns umzudrehen, dass wir bereit sind, uns abzuwenden, dass wir bereit sind, dort anders zu reden, wo alle nur in eine Richtung reden, dort zu schweigen, wo alle nur reden und dort zu reden, wo alle nur schweigen. Das sich abwenden, sich wegwenden, gehört eben auch zu unserem christlichen Leben dazu. Und dazu gehört nun heute diese wunderbare, tröstliche und gute Verheißung, dass Jesus unverletzt durch ihre Mitte weggeht. Dass er uns verheißt, dass auch wir, wenn wir zu ihm gehören, wenn er bei uns ist, wenn wir ihm nachgehen, dass wir dann mutig und mit großer Stärke hindurchgehen dürfen durch unsere Welt. Dass wir nicht Angst haben müssen vor allem Möglichen, dass wir nicht ängstlich auf die Meinungen dieses oder jenes Menschen schauen müssen, dass wir uns nicht zum Sklaven aller möglicher Mächte in unserer Welt machen lassen müssen, sondern dass wir unverletzt, mutig hindurchgehen, mitten durch die Menge. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie vielleicht das nächste Mal eine Kirchenglocke läuten hören, wenn der Ton Ihr Ohr trifft, vielleicht erinnern Sie sich dann einmal an diesen Spruch, der auf so vielen Kirchenglocken steht,
Jesus wandte sich um und ging mitten durch die Menge weg. Und lassen Sie sich bestärken darin, dass Sie mutig und mit Vertrauen Ihren Weg als Christ gehen können. Amen.